Was, wenn die Lichter ausgehen? Können wir nun doch noch eine Krise bekommen? Oder widerrufen wir den Widerruf? Egal. Aber jetzt habe ich ein Balkonkraftwerk und kann bei einem Blackout doch keinen Strom erzeugen. Oder doch? Dank des Daran Enna Neo 2000. Einem Lithium-Eisenphosphat-Akku mit 2 Kilowatt Speicher und jeder Menge Anschlüsse. Alle Anschlüsse sind mit diesem gummiartigen Klappen gesichert, die sich aber leider nach unten öffnen und trotzdem sehr gut halten. Wie gesagt, schwer. 25 Kilo trägt man nicht eben mal mit sich rum. Alle Anschlüsse befinden sich an der Front. Obendrauf ist einzig der Wireless-Charging-Platz. Die Schuko-Steckdosen sind gut verarbeitet und die Stecker sitzen gut. Bei den Eingängen ist auch eine Sicherung verbaut. Auf der 12-Volt-Seite verschiedene Anschlüsse wie Zigarettenstecker. Ansonsten 4 USB-Ports und 2 USB-C. Durch längeres Drücken eines der Taster schaltet man den gesamten Bereich ein und das Display leuchtet. Verschiedene Icons und Zahlen geben den aktuellen Status wieder. So kann man hier erkennen, dass man USB und DC getrennt von der 230 Volt anstellen kann. Die Icons leuchten entsprechend. Langes Drücken zum Starten der ganzen Powerbank. Und dann kurzes Tippen, um die Funktionen an- oder auszumachen. Wenn 5 Volt aktiviert ist, ist auch Wireless Charging aktiviert. Man kann gerade sehen, dass 5 Watt verbraucht werden. Beim Laden mittels Netzspannung gibt es nur einen Power Charge bzw. Quick Charge Modus. Dabei werden 1,3 Kilowatt gezogen und die Batterie ist von komplett leer bis voll in 1,5 Stunden geladen. Auch das zeigt das Display an und zwar getrennt nach Laden und Entladen. Dass das Wireless Charging Pad aktiviert ist, sobald DC aktiviert ist, finde ich nicht ganz so toll, da man ja auch eventuell mal was drauf ablegt. Und ich der False Object Detection nicht immer ganz traue. Also am besten keine Speicher oder so drauflegen. Im Lieferumfang ist ein bisschen Blabla, ein Kaltgerätekabel, ein Solaranschluss und ein 60 Watt USB-C Kabel. Die Bedienungsanleitung, die dabei ist, ist zwar dünn, aber im guten Deutsch und erklärt alles Notwendige. Die beiden Griffe an den Seiten liegen gut in der Hand und sind sehr stabil. Damit sollte man dem Generator auch gut vertrauen können. Wenn viel Leistung bewegt wird, dann springt der Lüfter an und lässt durch die Elemente an der Seite Luft fließen. An der Rückseite ist noch eine LED-Lampe mit unterschiedlichen Modi verbaut. Mir hätte zwar hell-dunkel auch gereicht, aber man kann auch SOS anmachen. Der Rest auf der Seite ist nur Design. Das Gerät steht auf dicken, fetten Füßen und kann so auf verschiedenen Untergründen gut Halt finden. Der Ladebereich oben ist optisch dargestellt und eine kleine grüne LED leuchtet, wenn DC aktiviert ist. Nochmal zum Display. Hier entnehme ich gerade 31 Watt für die Beleuchtung. Und sobald ich das Gerät ans Netz anschließe, sieht man auf der rechten Seite des Displays das 1300 Watt Laden. Während meiner gesamten Tests habe ich nie mehr als 50 Watt aus meinem USB-Port gekommen. Ich scheine da einfach zu schwache Geräte zu haben.
Die 230 Volt Anschlüsse kommen mit den meisten Geräten gut klar. Die Stichsäge zieht im Einschaltmoment über 600 Watt und dann 270 im Betrieb. Auch dieser Heißluftföhn mit 360 Watt lässt die Spannung kaum einbrechen. Trotzdem sollte man Geräte immer alleine betreiben, speziell welche mit Motor, da Unterspannung oder Spannung spitzens beim Ein- und Ausschalten andere Verbraucher zerstören könnten. Interessanter sieht man das bei der 1300 Watt Tauchkreissäge. Da hört man auch beim Hochlaufen klar, dass der Einschaltstrom nicht geliefert werden kann und die Spannung zusammenbricht. Trotzdem läuft es und der Akku hält. Anders war das bei einem Wasserkocher, der 2500 Watt brauchte. Da ist der Generator dann einfach ausgegangen. Einfaches Einschalten und alles war wieder normal. Dieser Föhn hier entnimmt 1500 Watt. Auch kein Problem. Um den Solareingang des Neo 2000 nicht zu zerstören, muss ich meine zwei Solarpaneele parallel schalten. Dafür muss man sich noch so ein Y-Kabel kaufen, um die Energie entsprechend zu verkoppeln. Alle Links zu den gezeigten Produkten sind in der Videobeschreibung. Hast du Fragen? Oder auch diesen Stromgenerator? Dann lass es mich in den Kommentaren wissen.